machen jetzt einen neuen Run. Und dieses Mal werden wir vielleicht einen Angel Deal bekommen, damit ich Mega Satan und Delirium endlich mitnehmen kann mit Maggie. Oh, das ist auch schon wieder so ein spaßiger Raum. Mein Gott. Was soll das? Ich war mit Mom fertig und habe die ganze Zeit über einen einzigen Angel Deal bekommen. Das bringt doch, das ist doch Schwachsinn. Abgesehen davon, dass der Run sowieso viel zu schwach war. Oh ja, warte, wollt ihr die deutsche Übersetzung noch anmachen? Moment. Deutsch. Aktive Kamera ein. Dann werden wir mal Herausforderungen. Wie, ich kann meinen Run jetzt nicht fortsetzen. Jetzt kann ich ihn fortsetzen, okay. Dann schauen wir mal, was das Spiel auf Deutsch zu bieten hat. Das ist gecrashed. Das ist jetzt erstmal schon mal ein schlechtes Zeichen. Ich habe all deine Runs gesehen. Es gab nicht einen Run, wo es Rottenheart dich nicht tötet. Aber das Rottenheart hatte gar nichts damit zu tun. Fortsetzen. Vielleicht ist auch der Run cursed. Nein, volle Gesundheit. Dankeschön. Also. It hurts. Ja, nehmen wir mit. Das tut weh. Nein, tut es nicht. Es gibt seit dem neuen Update eine deutsche Übersetzung, falls ihr euch wundert. Und ich dachte mir, wir müssen sie uns mal anschauen. Das tut weh. Nein, tut es nicht. Ich weiß gar nicht, was It Hurts überhaupt macht. Ich meine natürlich, das tut weh. So, ich fühle mich jetzt ein bisschen in die Ecke gedrängt, muss ich ehrlich gestehen. Und wir haben das leckere Herz bei uns. Sollte man auch nicht zu sehr unterschätzen. So, wir haben auf der ersten Ebene auf jeden Fall ein Sacrifice Room und wir haben Herzen. Und wir haben eine volle Gesundheitpille. Oh mein Gott, wisst ihr... Was soll das denn? Warum... Oh Gott. Ich hasse diese Gegner. Warum muss sie genau da entlang gehen, dass ich ihnen nicht ausweichen kann? Ich hasse es, wenn sie das machen. Ich hasse es sogar sehr. Mit dem neuen Update, welches letztens kam, kam auch eine deutsche Übersetzung dazu. Also ja, die ist, ist eine offizielle Sache. Ich liebe es, dass ich ja zwei Tiers pro Spinne brauche gerade. Das ist ziemlich ungünstig. Okay. Joker! Nein. Ja, yeah, warum nicht? Joker. Ah ja, deswegen nicht. Ich glaube, damit habe ich alle meine zukünftigen Deals komplett durcheinander gebracht. Durcheinander gebracht, gesruiniert. Aber wir haben den Rainbow-Haufen. Das heißt, wir können auf jeden Fall den, können auf jeden Fall den Sacrifice-Room ausmaxen, soweit. Das ist ziemlich gut. Oh Gott! Wenn ich es jetzt noch schaffe, nicht 800 Mal getroffen zu werden von, Gegnern, wäre das echt hilfreich. Jetzt, wo ich Leben für den Sacrifice Room brauche, ist das natürlich der eine Run, wo ich komplett gegen Dingle verkacke. Ha, steht ja verkacken. Weil es Dingle ist. Oh, ich wurde nochmal getroffen. Nein! Oh Gott, mach nicht den Haufen kaputt. Schau ich die Feuerrate an. Die Nadel ist ein gutes Item, habe ich gerade herausgefunden. Breakfast, halt einen auf. Das ist gut. So. Dann würde ich sagen, wir werden mal ein paar Leben opfern. Petition dafür, dass die Bossnamen nicht übersprungen werden. Oh ja. Yeah. Ich habe Probleme in Repentance zu überleben. Hast du einen Tipp, der weiterhelfen könnte? Spiel vielleicht nicht im Hard Mode. Der Hard Mode ist ziemlich übel. Ansonsten keine Ahnung. Repentance ist wirklich schwer. Also wirklich schwer. Ich hätte vielleicht die Angel die Chance ein bisschen früher erhöhen sollen. So, komm schon. Gib mir was. Nein! Ein Soul Heart! Woo! Ist nicht so gut.
Das ist nicht so gut. Wir haben auf jeden Fall keine gute Ausbeute bekommen. Wir bekamen zweimal den Devil Deal. Ohne Joker wärst du in den Angel League gegangen. Ja, ich weiß. Ich weiß, der Joker war keine gute Entscheidung. Ich weiß. Wir können aber auf jeden Fall versuchen, die Key Pieces zu holen, auch wenn es sehr risky ist. Aber es ist möglich an sich. Oh Gott! Warum sind die Räume gerade auch alle so anstrengend, dass mir irgendwelche Gegner entgegenspringen, ohne dass ich ausweichen kann? Das gefällt mir überhaupt nicht gerade. Ich könnte aber noch in den Shop reinschauen. Vielleicht hat der noch irgendwas Nettes, aber da habe ich meine Zweifel. Das ist eigentlich ganz nett, ehrlich gesagt. Die Batterie speichert Energie. Das ist deutsche Effizienz. Denk daran, das Seelenherz mitzunehmen. Das will ich nie vergessen. Oh Gott. Yes! Geisterbaby, spektraler Kumpel. Der spektrale Kumpel ist da. Fürchtet nicht. Unser spektraler Freund ist für uns da. Gott, ich bin so schwach. Ich glaube nicht, dass ich den zweiten Engel down bekommen werde, aber ich denke, es reicht, wenn wir den ersten machen. Bleib bei mir, spektraler Kumpel. Au. Na dann wiederum, wir werden immer stärker. Ich bekomme jetzt dann auch gleich... Gott. Und ich bekomme auch gleich eine Yamhard-Aufladung. Das heißt, vielleicht will ich den zweiten Engel direkt versuchen. Wenn wir die Soul Hearts bekommen, werden wir ihn, denke ich, machen. Mit den Münzen wird es eher schwierig. Aber ich bekomme keine Aufladung. Ich meine, jetzt habe ich es gesagt. Schau ich die Feuerrate an. Jetzt habe ich schon gesagt, jetzt kann ich mich nicht davor drücken. Max ist das einzige Item, was wir hier in dem Raum bekommen haben. Das Ghost Baby ist. Das ist ziemlich cool. Also bisher schlägt sich Uriel auch ganz gut. Und mit ganz gut meine ich, er leistet seine beste Arbeit, um nichts zu, hinzubekommen. Und das macht er wirklich gut. Oh, oh, der Engel ist nicht gut. Der zweite Engel ist noch schlechter. Ja, bleib mit den Stacheln, bleib mit den Stacheln. Stacheln schaden ihm. Das ist eine Sache, die ich übrigens gar nicht wusste. Bis gerade eben. Aber man macht doch nicht so viele Low-Damage-Uriel-Kämpfe. Aber hey, Schlüssel Teil 2. Ist das Sequel zu meinem Lieblingsspiel? Schlüssel Teil 2. Okay. Soweit, so gut. Wir haben den Schlüssel. Und wir haben noch jede Menge Soul Hearts übrig. Es tut weh, ist ein super solides Item gegen Bosse. Gehen wir weiter. Jetzt leid so mega Satan. Ich meine, wir hätten direkt gehen können, aber... Yeah. Es gibt viele Gründe, warum wir das nicht getan haben. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Ich bin übrigens ziemlich froh, dass wir das Geisterbaby dabei haben, unseren spektralen Begleiter. Denn das ist ein bisschen Bonus-DPS, damit SPS mache ich natürlich Schaden pro Sekunde, den ich definitiv benötige. Ist das ein Sacrifice Room? Huh. Interessant. Ich werde drüber nachdenken, okay? Ich denke gerade drüber nach. Mal schauen, was wir... Wir werden sehen, ob das eine Möglichkeit sein wird für diesen Run. Für diesen Lauf. Ich versuche mich etwas angemessener auszudrücken. Ich meine, wir haben ja auch einen eingefärbten Stein.
Sollte man auch nicht unterschätzen. Oh, das verrottete Herz. In Sacrifice Room kann man bei genug Schaden in den Dark Room. Ich kann nicht ganz folgen. Du meinst, im Opferungsraum kann man bei genug Schaden in den Dunkelraum. Und ja, das ist mir durchaus bewusst, aber ich wollte nicht, weil warum sollte ich nach Ebene 1 da hingehen wollen? Ja, wir wollen auf jeden Fall enge Verhandlungschance so hoch wie möglich halten. Kiste voller Spinnen, eine Kiste voller Spinnen. Opferraum könnte auch mein Wohnzimmer sein. Yeah. Damit kann ich mich identifizieren. Zwei Bomben. Hervorragend. So, wir haben nicht wirklich viel Heilung hier gerade. Aber wir können eventuell direkt in den Shop reingehen. Yeah. Ich habe kein Geld. Was habe ich mir eigentlich gerade davon erhofft? Kleines Problem. Ich wollte den Tinted Rock eigentlich wegsprengen. Warum habe ich den komplett vergessen? Ich habe den eingefärbten Stein vergessen. Aber okay, hier haben wir noch was liegen. So, komm schon. Yes. Du fühlst dich gesegnet. Ich fühle mich gesegnet. Ich fühle mich doch viel mehr gesegnet. Yes! Zerschmettere deinen Feind. Wir müssen jetzt den Rest auch noch durchgehen. Uriel-Boss, den will ich nicht wirklich, deswegen hau ich schnell ab. Komm schon. Ist okay. Damit sollten wir finanziell wieder gesichert sein. Und dann würde ich sagen, wir stehen alles in allem immer noch hervorragend da. Und wir können noch in den Shop kurz reinschauen. Und wir haben noch eine Bombe übrig. Ja, ich nehme den mit. Wir nehmen den Coupon mit. Was haltet ihr davon? Gesegneter Run soweit, würde ich einfach mal sagen. Oh ja, ich wollte gerade sagen, warum ist mein Damage so hoch? Aber wir bekamen ja den, wir bekamen den guten Strahl. Mr. Dolly. Mr. Dolly, Reichweite plus Tränen hoch. Tränen hoch ist halt, das klingt nicht so gut. Muss ich ehrlich gestehen. Oh, wir können nicht in den Herausforderungsraum. Oh nein, wir haben keine Bombe. Nein, wir hätten da reingehen können. Nein. Nein. Zu spät. Kein Herausforderungsraum für uns. Dann wiederum, wir könnten noch in den verfluchten Raum schauen. Mr. Dolly bezahlt mit Reichweite. Yeah. Die ist ziemlich wertvoll. Im verfluchten Raum schauen wir noch schnell nach. Ja, sieht nicht so aus. Ich meine, das sind Bomben. Aber die bringen mich jetzt auch nicht wirklich weiter. Schwierig. Endlich schreiben wir wieder schwarze Zahlen. Okay. Moment. Noch eine Sache. Wir können den Coupon noch gratis mitnehmen. Eine Sun-Karte? Ja. Yeah. Ich meine natürlich die Sonne. Die Sonne nehme ich mit. Die Sonne. Das heißt wirklich so. Ja, das Gefühl. Ich meine, die Übersetzung ist okay, denke ich, aber... Was ist das für ein Leertastengegenstand? Der Leertastengegenstand bringt, dass ein Item, was man gerade vor sich sieht, gratis wird. Das funktioniert sowohl für Teufel-Verhandlungen, als auch für einen normalen Einkauf. Ja, ich denke an manchen Teilen, ich denke die Übersetzung wurde einfach von irgendjemand aus der Community gemacht oder so und nicht vom richtigen Übersetzungsteam oder so. Dementsprechend, ich will nicht zu gemein sein, aber sowas wie Reichweite hoch
Ich habe das Gefühl, das ist keine Sache, die irgendjemand jemals sagen würde. Ja, das wird ganz, aber es ist ganz nett, um sich das einmal anzuschauen. Ha. Ich denke drüber nach, okay? Ich denke drüber nach. Verstopfte Feinde. Wir haben jetzt verstopfte Feinde. Wie soll man es sonst erhöhen? Reichweite erhöht, Reichweite erhöht vielleicht. Ne, ist einfach Range up. Niemand wird Range up nicht verstehen. Das ist halt. Du, Übersetzung bedeutet nicht, dass du zu 100% alles übersetzen musst, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl ist sowas wie Range up. Lass es einfach Range up. In Mario, pass auf, kleines Beispiel, in den Mario-Spielen, wenn du ein Leben bekommst, wird das auch nicht 1 hoch genannt. das werde ich noch brauchen, wenn ich den Sacrifice, den Opferungsraum mitnehme. Deutsch ist manchmal einfach eine unschöne Sprache. Das finde ich nicht. Es gibt nur Dinge, die funktionieren in manchen Sprachen besser als in anderen. Und Reichweite erhöht ist keine Sache, die auf Deutsch gut funktioniert. Rote Kerze stark. Ich weiß, dass die rote Kerze stark ist, aber ich mag den Coupon auch sehr. Na, mal schauen. Der Mineralraum, wenn wir nicht auf Teufelverhandlungen gehen, weiß ich nicht, ob der Coupon wirklich viel bringen wird. Zum Beispiel mehr Reichweite wäre die Lösung gewesen. Oh ja, mehr Reichweite klingt natürlich. Wiederum ist Reichweite ist generell ein so langes Wort dafür. Bestimmt auch irgendwas anderes. Ich weiß nicht was. Ich meine, es gibt keinen Grund, da nicht reinzugehen, wenn wir schon den Coupon haben. Warte, nein! Das ruiniert alles! Egal. Das hat den ganzen Run ruiniert, fällt mir gerade auf. Egal, wir werden jetzt noch im Opferungsspiel. Lustvolles Blut war wichtig mitzunehmen, auch wenn es 2 Herzen gekostet hat. Wir werden dann im Opferungsraum noch ein bisschen spielen, unser Glück, auf unser Glück hoffen. Oh, das hat wehgetan. Das hätte ich wahrscheinlich schon vorhin machen sollen, fällt mir gerade auf. Egal. Wir nehmen das mal eben mit. Wie hieß Mom's Knife? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Heißt Mom's Knife Muttis Klinge? Das finde ich gut. Mamas Messer? Mamas Messer haut auch hin. Wir haben Holy Brimstone und Mom's Knife. Ich finde, die beiden Items sollten irgendeine Synergy zusammen haben, aber... Das tun sie nicht. Halt ein rotes Herz. Mitternachtssnack, TP hoch. Warum haben sie HP mit TP übersetzt? Ich habe das Gefühl, sie haben wirklich... Oder derjenige, der es gemacht hat, hat wirklich sich zur Aufgabe gemacht, jeden Begriff zu übersetzen. Das ist kein guter Ansatz. Ich weiß, dass TP für Trefferpunkte steht, aber jeder weiß, was HP sind. Und vor allem jemand, der mit Videospielen vertraut genug ist, um Repentance weit gespielt zu haben. So, das wird jetzt gefährlich. Ich setze einfach mal die Sonne ein. Eva ist auf Deutsch Eva. Ich meine, ergibt Sinn. Oh, nein! Einfach in mich reingerannt. Schon wieder die Münzen. Ach, was für ein epischer Fehlschlag. Wir können auf jeden Fall uns die Kerze holen, denn... Dann wiederum... Nein, wir behalten den Coupon, wenn wir auf Angel, auf Devil Deals gehen. Ich meine natürlich Teufelsverhandlungen. Wohin geht der Run? Du meinst der Lauf bis zu Mega-Satan.
Wie wir spielen mit der deutschen Übersetzung. Magdalena die Reiche. Das ist ein Instagram-Account, dem ich folgen würde. Den Travel-Bildern, den Reisebildern von Magdalena der Reichen. Okay, gehen wir weiter. Ziegenkopf wäre der Bringer. Ja, yeah, der Ziegenkopf ist immer ziemlich gut, aber... Ich meine, jetzt sind wir schon auf Teufelsverhandlungen gegangen. Das heißt, ich muss jetzt an sich auch den Coupon behalten. Ehrlich gesagt. Wir werden übrigens sehr stark in diesem Lauf. Und Fistulas in mich reingerannt. Das ist so cool. Das ist so eine coole Sache. Denn Fistula hat direkt ein ganzes Herz Schaden gemacht. Aber mein Schadensausteilungspotenzial ist enorm. Vor allem, weil ich mit jedem besiegten Gegner stärker werde. Hör auf, da reinzulaufen! Ich mache mir mehr Vorwürfe als Maggie. Fürs Protokoll. So, und hier hätten wir direkt den Chef. Was seid ihr davon? Was seid ihr davon, wenn wir den Boss Chef nennen? Ich denke, das ist ziemlich gut. Als ob es nicht getroffen hat. 9,2 Damage. Das ist doch schon mal eine stolze Menge. Auch wenn ich ein bisschen Probleme habe, die Gegner zu treffen. Aber solange ich, wenn ich überlebe, wird das ein guter Lauf. Der Anführer? Na, Anführer gefällt mir nicht. Ich denke, Chef ist, ist besser in dem Fall. Vor allem ist Boss auch nicht wirklich ein Wort für Anführer, oder? Oh Gott, nein! Das ist nicht mein liebster Mom-Snipe-Raum. Weil sie Zweifel daran gab. Ich meine natürlich Muttis Klinge. Oh, das war ein Muttis Messerwurf. Okay. Beängstigend. Mamas Messer. Mamas Messer macht eine Menge Schaden. Sag mal, haben wir jetzt immer noch kein Gold und wir gehen trotzdem mal eben zum Chef, zum Anführer. Nein, zum Chef. Oh, es ist er. Okay, das war ziemlich aufregend. Oh, kein Devil Deal. Ich meine natürlich keine Teufelsverhandlung. Ein Stück Seife, Tränen und Schusstempo hoch. Schusstempo. Bis wohin geht's, gigantischer Teufel? Ja, wir gehen bis hin zum Mega-Teufel. Schon wieder den Namen geskippt. Verzeihung, es ist nur... Es ist schwer für mich dran zu denken, dass ich den nicht skippen will. Warum nicht Feuerrate? Oh ja, Feuerrate ist ein gutes Wort. Aber meistens auch auf Englisch bei vielen Items Fire Rate. Es kann auch sein, dass Feuerrate ein anderer Stat ist. Isaac ist da ein bisschen komisch, was verschiedene Stats angeht. Es gibt gefühlt von jedem Stat 20 verschiedene Abwandlungen. Vor allem, was die Feuerrate angeht. Es gibt den Tier Delay, es gibt die Feuerrate selber und das war es eigentlich. Aber es ist trotzdem mehr, als man meinen würde. Das war echt dumm. Hm. Schusstempo hoch. Eine Bombe. Dann nehme ich noch die Batterie mit. Oh, der Restart-Run war eine Niederlage. Wir haben das Steam-Angebot.
Meine, das ist schon mal gut, dass wir hierbei bei Steam geblieben sind. Das ist schon mal der richtige Ansatz. Ich glaube, in den verfluchten Raum will ich nicht reinschauen. Bleib mal da. Dankeschön. Das Gefühl, der verfluchte Raum wird... Oh, yes! Röntgenblick, ich habe alles gesehen. Röntgenblick funktioniert gut dafür. Vor allem, weil wir dafür auf ein gutes deutsches Wort zurückgreifen können. Ich glaube, Röntgen war ein Name, oder? Aber dennoch. So, da haben wir den ersten Geheimraum. Ja, Röntgen war ein Name. Ja. Das ist ein komplizierter Name. Ihr wollt nicht der Junge namens Röntgen in der Klasse sein, oder Röntg. Wo ist der Supergeheimraum? Supergeheimer Raum? Wo bist du? Ich höre noch nichts. Wenn wir schon die, wenn wir schon den Röntgenblick haben, wollen wir auf jeden Fall den supergeheimen Raum mitnehmen. Hey, Röntgi. Wilhelm Konrad Röntgen. Das ist ein Name. Da ist der supergeheime Raum. Ich glaube, ich verzichte. Oh, ich sehe gerade 15, der Teufel. Schnellmach-Item wäre ganz gut. Du meinst einen Schnellmach-Gegenstand? Der wäre wahrscheinlich ziemlich gut. Gehen wir weiter. Und hoffen einfach mal, dass ich trotz meines Mangels an Seelenherzen überleben werde. Ist die Übersetzung nicht ernst gemeint, du hast die Mod eher als Joke gedacht? Das ist keine Mod, das ist Teil des Spiels. Seit dem letzten Update. Wir haben keine Übersetzungsmod. Das ist offizieller Canon-Inhalt des Spiels. Der Gehängte. Oh, das gefällt mir. Ja, was haltet ihr davon? Nummer 12, der Gehängte. Da denkt man sich direkt, das ist eine gruselige Karte. Ihr wollt nicht der Gehängte sein. Speedball. Tempo machen. Ich habe keine Ahnung, woran Speedball eine Anspielung sein soll, aber ich habe das Gefühl, da wäre was Besseres drin gewesen als Tempo machen. Speedball ist eine Droge, ja. Yeah. Hat schon so das Gefühl. Tempo machen. Oh Gott. Ah. Vermaledeit. So war mein halbes Seelenherz doch nicht genug. Aber das bedeutet, ich kann mal kurz in den verfluchten Raum. Eine Verbindung aus Heroin und Kokain. Und wenn ihr das im Frühstückskaffee habt, dann steht euch ein aufregender Tag bevor. Au, komm schon! Ich habe gerade in den Chat geschaut. Ich habe nicht bedacht, dass da ein lila Feuer ist. Ja, Balls of Steel wird, ich hoffe, es wird stählerne Eier sein. Nicht Eier aus Stahl, sondern einfach nur stählerne Eier. Ich denke, das wäre nicht ziemlich cool.
Wir haben den Händler gefunden. Den Selbstbedienungsladen. Das war knapp gerade. Hey, wer lebt noch? Du! Gehirn! Ich möchte das. Warum setze ich immer... Ich meine, die Sache ist, wir bekommen eventuell unter Umständen eine Teufelsverhandlung. Das heißt, dafür will ich dann an sich Tiefen 1. Dafür möchte ich dann an sich schon das weit vorbereitet haben. Oh Gott, nein, mein Sehnherz! Ah, warum habe ich das jetzt schon mitgenommen? Ich hätte es später holen sollen. Natürlich bekomme ich keins. Ich meine... Da bekommen wir manchmal welche raus. Ein Pakt mit dem Teufel. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich hätte das wahrscheinlich jetzt schon wieder nicht direkt jetzt mitnehmen sollen, aber... Ich habe so oder so noch eine 18%ige Wahrscheinlichkeit. Worauf hoffe ich überhaupt? Und ich werde trotzdem die ganze Zeit getroffen. Mom's Life ist irgendwie ein super unspaßiges Item. Können wir mal darüber reden? Oh mein Gott. Dann werde ich jetzt mal den Gehängten einsetzen. Aktivier doch den Schalter. Okay. Oh, du. Hör auf, damit herumzufeuern. Wie soll ich denn so nicht getroffen werden? Ich wurde aber nicht getroffen. Wir bekommen trotzdem keinen Deal. Ich denke, ich nehme das Pflaster mit und dann hauen wir ab. Super Verband. Wir nehmen den Super... Der Aufopferungsraum. Na. Aber dafür hätten wir zu wenig gehabt. Beziehungsweise, ich wusste nicht mal, dass wir überhaupt einen haben. Ich habe gerade auf die Karte geschaut und dachte mir, ich sehe nichts auf der Karte. Das ist ein interessanter Raum. Super Verband klingt wie eine Streamer-Gruppierung. Der Super Verband. Ja, das sehe ich. Und der Webvideopreis geht an die Streamer vom Superverband. Gericht! Okay, Gericht. Ich habe das Gefühl, Gericht ist an vielerlei Ebenen eine falsche Übersetzung dafür. Restock? Yeah. Auffüllen ist ein gutes Item, gemessen an, dass wir den Coupon haben. Würde ich einfach mal sagen. Und vor allem zwei Aufladungen davon. Das heißt, mit etwas Glück können wir das ein oder andere, den ein oder anderen Gegenstand für umsonst abräumen. Wobei wir natürlich auch eine gute Chance auf eine Satansverhandlung hätten. Eine Teufelsverhandlung. Ha, was will ich machen? Will ich auf den Shop gehen oder auf die Teufelsverhandlung? Ich denke, wir sollten auf die Teufelsverhandlung gehen. Oder? Der Herrscher! Das gefällt mir auch. So. Wenn wir eine 100%ige Deal-Chance haben, ist halt... Oh mein Gott! Mom's Knife ruiniert einfach alle. Ich habe keine Soul Hearts mehr! Oh mein Gott! Gott, ich hasse Mom's Knife! Warum hat es auch keine Synergies mehr mit irgendwas? Das pisst mich wirklich an. Mom's Knife ist halt für nichts mehr zu gebrauchen.
Vor allem, warum hat es keine Synergies mit irgendwas? Warum... Wenn es irgendwas machen könnte, wäre es vielleicht cool. So, was kann ich eigentlich bei dem Hardbagger rausbekommen? Nur Schrott, oder? Eine blaue Spinne. Eine normale Spinne. Was ist das für Zeitverschwendung hier? Ich sehe auch gerade, dass wir gerade mal 3,5 Damage haben. Ich meine natürlich 3,5 Schaden. Das ist auch nicht optimal. Und da geht man den Devil Deal Chance! Ach Gott! Ich habe echt keinen Spaß mit diesem Run gerade. Mom's Knife ist einfach nur super nervig. Es ist einfach nur entsetzlich nervig. Nehmen PhD mit, schätze ich. Nehmen wir das mit. Herz 2. Okay. Gesundheit hoch. Dann nehmen wir das. 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 Das will ich eigentlich nicht. The Jar. Jar ist auch ziemlich schlecht. Gut. Ich denke, Restock hat soweit wenigstens ganz gute Arbeit geleistet. Also. Ich würde trotzdem sagen, dass ich einfach zum Boss gehe. Und dann werden wir sehen, wie es laufen wird. Ob wir vielleicht eine Teufelsverhandlung bekommen oder nicht. Wir haben auf jeden Fall eine Menge schlechte Items bekommen gerade. Euer Spider-Mod ist aktiv. Gute Sache ist, je länger ein Kampf geht, desto stärker werde ich. Sonst hätten wir damage-technisch schon so ein paar Probleme aktuell. Aber so sind wir ziemlich stark unterwegs und wir bekommen keine Teufelsverhandlung. Ich denke, das Negativ ist sinnvoller. Spinnenmodus überbewertet. Hört auf, sie anzugreifen. Ich will eigentlich nur meine Herrscherkarte und dann abhauen. Mama Gerdi! Das ist ein Boss, den man nicht alle Tage sieht. Teufelsverhandlung. Bom, bom. Schaden plus Reichweite hoch, plus kontrollierbare Tränen. Funktioniert damit mal am Snipe nicht, was ziemlich cool ist. Okay, hauen wir ab. Also, wir bekamen auf jeden Fall ein bisschen Schaden hoch. Mit dem Pakt. Ja, wisst ihr was? Ich denke, jetzt ist, sollte Mom's Knife... Nein! Mutters Klinge seinen Job erfüllen. Ich habe ja dieses fürchterliche Item mitgenommen. Das habe ich komplett vergessen. Ich kann ja pro Raum immer nur eins mitnehmen. Oh, das ist so gut. Eye of the Occult ist auch ein Damage-Up. Du meinst, das ist der okkulte Auge. Aber ja, Damage, von in Sachen Schaden hoch haben wir eine Menge bekommen. Schau ich meine kleinen Freunde an, wie sie für mich kämpfen. Das Auge des Okkulten. Kämpft ihr auf meiner Seite? Ja, okay. Okay. Oh, warum ist der... Oh, die sehen aus wie ich. Und jetzt ist es ein kleiner Teufels-Mini-Isaac. Au. Ist okay. Wir bekommen das... Oh Gott. Wir bekommen das hin. So, bekommen wir noch... Devil, die Wahrscheinlichkeit des... Teufels.
Behandlungswahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber vielleicht bekommen wir noch eine hin. Ach ja, ich habe Pokémoner Lauf. Stimmt. Außerdem von der Matti 966 erfrischter Sub. Wie viel Dank kommt von Toffel? 2 Jahre. Resub, du, die sind 7 Monate. Creeper MC frischer Sub. Und das waren, glaube ich, alle 9. Vivi, lieben Dank. Ja, er war das Kreuz. Ich dachte mir gerade, von dem will ich mich fernhalten, oder? Die Antwort war ja, das will ich. Ich liebe diese Räume, wo einfach... Okay. Ich sag's euch, wenn wir jetzt einen Dark Bomb hätten, wäre das ziemlich cool, aber ich nehme auch das Seelenherz mit. So. Es lebt! Ich hab schon wieder... Es tut mir leid, dass ich die Bildschirme mal skippe. Es ist einfach echt schwer, die nicht zu skippen. Ich habe gerade so viel Schaden genommen. Wir bekommen trotzdem keine Teufelsverhandlung. Sehr schwer. Vernarbter Schoß. Ich glaube nicht, dass das der Schoß ist. Sheol. Oh Mensch, Geister. Kiste mitnehmen. Okay. Die Ebene von gerade eben war nicht Utero, das war Wurm. Aber ich glaube, dafür sollte es auch einen besseren Begriff geben als Schoß. Schoß wird ein bisschen deplatziert. Ich liebe diese Geisterräume. Ist einfach echt cool. Oh nein. Oh nein. Okay, wisst ihr was? Das lief unerwartet gut. Dann möchte ich noch mein Seelenherz mitnehmen. So, was macht ihr überhaupt hier? Warum ist es euch überhaupt noch erlaubt, so spät aufzutauchen? Die Hohepriesterin! Die Hohepriesterin wird uns im Bosskampf ungemein weiterhelfen. Wurm ist Gebärmutter. Ja. Yeah. So oder so ist es nicht unbedingt der Schoß. Und natürlich kein dunkles Herz. Wiss erscheint. Was? Was ist erschienen? Hä? Ich weiß nicht, was das gerade war. Oh Gott, nein! Dieser Raum. Dieser fucking Raum. Die Wiege des Schicksals. Wie, ich mach das jetzt nochmal neu. Was soll ich denn jetzt damit? Wollte ich mich lustig machen oder so? Oh Gott, das von gerade eben, das war das, was... Wisst ihr was? Das war... Es hätte schlechter laufen können. Ich hätte den ganzen Run rerunnen können und das wäre nicht gut gewesen. Das wäre überhaupt nicht gut gewesen, würde ich sogar fast meinen. Au! Gott! Ich glaube, ich werde sterben. Ich glaube, wir werden nicht mehr lange leben. In diesem Run. Sieht aktuell sehr schlecht aus. Ich weiß immer noch nicht, was man gegen den Typen am besten machen soll. Ja, ich glaube, ich werde einfach nur verlieren, ehrlich gesagt. Ich sehe nicht, dass ich Satan, geschweige denn Mega-Satan besiegen werde. Blank Rune wurde zu Birdcage.
Wir natürlich die blanke Rune. Speed up. Tempo hoch. Vielleicht bekommen wir hier ein Seelenherz. Da ist eins. Da ist noch eins. Wir brauchen auf jeden Fall ein, zwei Kisten, aus denen wir unter Umständen ein Herz bekommen können. Nächstes Mal das. Ein goldenes Herz bringt mir überhaupt nichts. Oh Gott, Brimstone-Geister! Okay. Herz. Seelenherz. Die Frage ist, was will ich machen? Will ich noch? Ich glaube, ich will noch ein bisschen weiter erkunden. Wobei das wahrscheinlich ein Fehler sein könnte, aber... Ich würde echt gerne noch ein Herz bekommen, aber... Wisst ihr was? Wir gehen direkt zum Boss. Da ist ein Raum mit vier Kisten. Ich weiß, dass da ein Raum mit vier Kisten ist, aber ich kann nicht fliegen. Das bringt mir nichts. Okay, das lief gut. Das ist nicht ganz so sehr, aber mein Damage ist so enorm, dass es eigentlich keinen Unterschied macht. Wichtig ist, die explodierenden Freunde auszuschalten. Und dann kann nicht viel passieren. Okay, weiter geht's. Und wir können jetzt gratis Items mitnehmen. Vergessen wir mal das bitte nicht. Gratis. Ja. Yeah. Oh Gott, dieser Raum. Oh mein Gott, habt ihr den kleinen Brimstone hier gesehen? Oh mein Gott, was war das für ein Angriff? Shielded Tears! Verlorene Linse, abgeschirmte Tränen. Abgeschirmte Tränen klingen doch ganz gut. Die abgeschirmten Tränen sind das, was mich gerade rettet. Schätzen wir das mal bitte nicht. Ich will Judas Shadow und Judas Schatten süße Rache nicht mitnehmen, aber... Oh Gott, das Pulver will ich genauso wenig mitnehmen. Das einzige Gute ist nur, dass ich es gratis bekommen habe, aber... Oh mein Gott, ich nehme viel zu viel Schaden. Oh Gott. Ich nehme so viel Schaden. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Es sind einfach so viele Gegner und Mom Snipe ist so schlecht. Gericht. Richte oder werde gerichtet. Oh cool, Judgment. Oh mein fucking Gott. Und so habe ich nichts von dem geschafft, was ich schaffen wollte. Oh, und jetzt droppt mir 1,5 Herzen! Außerdem von Eckart der Erste 5 Vergiftsubs für Jojo von Cooper, Kiali Stone, Mats Overkill, Svemi und der Chai Kogen. Vivi, lieben Dank. Vivi, lieben Dank. Ich werde Mom's Knife echt nicht mehr mitnehmen. Ich hasse dieses Item sehr. Das Gefühl, es hat einfach nur die meisten Räume unfassbar anstrengend gemacht, wenn mehrere Gegner da sind.
die Herrscherin. Wenigstens bin ich eh gleich tot. Das heißt, wir haben das Ganze eh gleich erledigt. Mir fehlt Blue Bay. Ich habe Mega Satan auch nicht mit Judas. Das heißt, wenn ich noch leben würde, wäre das gar nicht mal so übel. Ich liebe es auch, dass ich null Items finde. Einfach null. Die Lebenden. Ebenfalls Herzen. Jetzt, wo ich keine mehr habe. Ach Gott. Weiß auch nicht, was ich machen soll gerade. Das Gefühl, alles ist keine gute Option. Und ich werde so oder so sterben. Dumme Mom's Knife. Kann es echt nicht leiden. Na, dafür haben wir Black Powder. Oh Gott, nicht der Typ. Okay. Muss im Secret Room einsetzen. Ich muss in dem Secret Room mit schwarzen Herzen einsetzen oder mit Soul Hearts. Davon gibt es nicht so viele. Aber gut. Ich will immer noch den Rest mit Maggie machen. Mich mal im Keller 1. Willkommen. Die dummen Maggie Runs aktuell laufen nicht gut. Aber ich habe eine volle Gesundheitspille. Die laufen wirklich nicht gut. Ich kann es nicht anders sagen, aber ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Supermagnet. Schwarzes Pulver! Ich möchte kein schwarzes Pulver haben! Spinnenpopo! Massenverlangsamung. Der gute Spinnenpopo. Zum Glück haben wir den gefunden. So, wenn ich jetzt eine Bombe hätte, fände ich das übrigens ziemlich bombig. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Oh, lustig. Komm schon, ich muss mit... Mir fehlt halt echt nicht mehr viel mit Maggie. Ich bekomme mit Maggie einfach keinen Run ins Rollen. Dann wiederum, der Run von vorhin wäre echt gut gewesen, wenn ich nicht dieses dumme Mom's Knife aufgenommen hätte. Mom's Knife war halt das, was den Run vorhin gekillt hat. Es wäre so viel besser gelaufen, wenn ich einfach den Holy Brimstone hätte. Was mir meine ganze Zeit sagt, änder es bitte wieder auf Englisch. Was hast du für ein Problem damit? Jetzt versteht man wenigstens mal, worum es geht. Weiß ich wenigstens, was es mit Tempo hoch auf sich hat. Mach Kreise um die Gegner. Oh, wirklich? Wirklich, das sollte ich machen? Das ist eine ziemlich abenteuerliche Idee. Oh Gott, das ist der wird sich nicht selbst in die Luft sprengen. Ich meine, wenn ich Glück habe, wird er in einem Pentagramm landen. Und wenn das erstmal passiert, dann wird er gewaltigen Schaden nehmen. Wenn er da erstmal landet. Ah, spreng ich doch einfach selber in die Luft. Schwende nicht unser aller Zeit. Ich muss sagen, Little Horn finde ich eigentlich okay als ersten Boss, aber manchmal finde ich ihn auch echt anstrengend. Was mir gerade auffällt, wo ich seine braunen Bomben und sowas sehe, Dead Onion bekam ich schon so lange nicht mehr. Also wo man auch braune Tränen abfeuert, die durch alles durchgehen. Das habe ich schon so lange nicht mehr. Da hat man das auch oft gefunden. Die Zeiten sind lange vorbei. Okay, wir bekommen Fleisch! Fleisch!
Schaden und TP hoch. Ich habe sonst nichts, was ich noch mitnehmen kann, oder? Oh, fantastisch. Oh, ich habe den Namen von kleinen Hörnchen übersprungen. Verzeihung. Ich überspringe immer noch alle Namen. Weder ein Soul hat noch eine Bombe. Flammen! Flammen! Was? Was soll das sein? Was soll dieses Wort sein? Souterrain ist eine Art Kellerwohnung. Aber es ist Burning Basement, es ist ein brennender Keller. Und kein Flammen. Souterrain. Was übrigens keine gute deutsche Übersetzung ist. Warum ist das jetzt überhaupt so ein komisches Wort? Das klingt jetzt nicht allzu deutsch in meiner Welt. Ich habe keinen Schlüssel und kann ich bitte irgendwas finden? Das weiß ich, weil ich in einer wohne. Muss ganz vorsichtig sein, diese Feuer sind schnell. Und sie feuern ohne jegliche Vorwarnung los. Der Mond! The moon. Oh, wenn ich fliegen könnte, wäre das so gut. Aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich hätte es einfach kokelnder Keller nennen können. Yeah. Es kommt aus Französisch und heißt so viel wie unter dem Boden. Oh, ist das... Nee. Vor allem, ich meine, es wäre an sich okay, aber ansonsten legen sie so viel Wert darauf, da, wo es keinen Sinn ergibt, irgendwelche... Fucking Gott! Dieses fucking Spiel. Warum bekomme ich gerade direkt zu Beginn immer nur Räume, wo mir diese dummen Gegner entgegenrennen? Und ich kein Soul Heart bekomme, wo ich mich verteidigen könnte. Ich bekomme nicht mal Schlüssel oder Bomben. Ich habe null Ressourcen. Ich habe einen Schlüssel. Das ist eine Ressource. Ich habe das Gefühl, heute ist wieder so ein unfassbar mieser Isaac-Tag. Es funktioniert einfach nichts. Mensch, 120 Volt. Psst. Wäre ein angenehmer, ein einfacher Charakter. Einen viel einfacheren Charakter als Maggie wirst du nicht finden in dem Spiel. Maggie ist wirklich simpel. Und mir fehlt nur noch Mega Satan und Delirium und dann habe ich Maggie abgeschlossen. Sie weiß, 120 Volt ist hier gegen die Fliegen gerade ziemlich gut. Ich bekomme einfach nichts in diesem Run. Das ändert halt auch nichts, welchen Charakter ich spiele, wenn ich nicht mal Bomben bekomme. Oder, ich meine, ich habe einen Schlüssel bekommen jetzt, muss man fairerweise sagen. Ich kann halt nichts machen. Da sind Tinted Rock und eine versteinerte Truhe, aber ich kann nichts machen. Ich habe auf den ganzen ersten zwei Ebenen, ich meine, ich habe ein paar Cent gefunden, okay. Und ansonsten einen Schlüssel und das war's. Was soll ich denn machen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann nichts machen. Ich meine, dafür habe ich das schwarze Säckchen gratis bekommen. Ich werde übrigens gewaltiges Problem bekommen, wenn er anfängt, auf mich loszusprinten. Dieses Zap Close Enemies hat mich übrigens gerade gerettet. Ich meine, vielleicht bekommen wir einen Devil Deal.
Yes! Und da ist ein neues Item. Oh mein Gott. Damage up und Luck up. Das Glasauge. Glasauge. Schaden und Glück hoch. Schaden und Glück hoch. Was haltet ihr davon? Ja, ich kann nichts machen. Ich habe keine Ressourcen für irgendwas. Schaden und Glück hoch. Glück auf, natürlich. Das Glück auf, so eine Sache, die man... Es klingt wie eine Sache, die man, keine Ahnung, bei Holzfällern oder so sagen würde. Glück auf! Zu den Holzfällerkumpeln. Komm schon. Ja, auf der Ebene wäre es nicht so wild, wenn ich Schaden nehme, weil die Angel-Wahrscheinlichkeit ist sowieso ziemlich gering, aber ich würde trotzdem gern keinen Schaden nehmen. Das haben die Kohlekumpel gesagt. Okay. Seht ihr, dann war ich ziemlich richtig. Ich war ziemlich nah dran, okay? Einigen wir uns darauf einfach. Mit diesem Glasauge fühle ich mich, der Geschichte Deutschlands zu nahe. geh weg, Bombe. Papa Fly. Der Papa Fliege, der Turmfreund. Ich habe das Gefühl, Turmfreund ergibt nicht mal Sinn. Er hat nichts mit dem Turm zu tun. Nicht mal ansatzweise. Oh, Papa Langbein. Der müsste aber einfach nur Weberknecht heißen. Oder Papa Weberknecht. Das wäre ein wilder Name. Ich glaube, ich hätte gerne irgendwas, womit ich in dem Run ein bisschen auf Nahkampf gehen kann. Ich denke, das könnte ganz cool sein. Ich hätte auch gerne einen Schlüssel und eine Bombe oder... Oh, lustig. Ich meine, das Zeug werde ich sowas von mitnehmen, sobald wir den Kampf hinter uns gebracht haben. Ist egal, wenn ich Schaden an roten Herzen nehme. Das kann ich euch versprechen. Ich bekomme Ressourcen, aber ich bekomme sie alle da, wo ich sie nicht mitnehmen kann. Und da wurde ich getroffen. Weil er von meinem Blitz getroffen wurde. Das Spiel meint es nicht gut mit mir. Aber hey, wir haben Schlüssel. Das heißt, ich könnte in den Shop gehen. Aber will ich in den Shop gehen? Ich weiß gar nicht. Los, 120 Volt. Zap meine Gegner. Mäßigkeit. Mögest du im... Was? Oh, in nassen Ebenen ist Zap stärker. Oh. Mögest du rein im Herzen sein. Ich glaube, es ist Temperance. Na Gott. Hör auf. Und ja, ich stelle mir auch gerade vor, wie viel Schaden er wohl nehmen würde, wenn ich mit meinem schwarzen Säckchen einfach nur um ihn herumlaufen würde. Okay. Zahnstocher, Tränen und Schusstempo hoch. Temperance ist an sich ziemlich gut. Okay. Ich war mal eben so frei und habe mir das mitgenommen. Ich weiß, wir nehmen das andere auch noch mit. Fällt mir gerade auf. Ich meine, warum würde ich die goldene Truhe nicht mitnehmen? Und es hat sich jetzt schon gelohnt. Puh, okay. Langsam aber sicher finden wir zurück ins Spiel. Langsam aber sicher. Candle wäre gut. Mom's Box ist nicht wirklich gut. Verdoppelt den Effekt von Trinkets? Das klingt eigentlich ziemlich cool, aber ich glaube, ich würde lieber beim Yum-Heart bleiben aktuell. Ich meine natürlich beim Yum-Herzen. Mh, so ein leckeres Herz.
einfach nur die beiden Haufen in der Mitte kaputt machen und der Raum ist sehr geklärt. Ich bin natürlich gereinigt. Das Leckerherz. Oh, jetzt ein Leckerherz. Kann ich mir nicht leisten. Ich bin aber übrigens sehr froh über das Tierstab, das ich bekommen habe. Das ist aktuell, wir haben aktuell eine gute Feuerrate. Das ist mehr, als ich von diesem Run jemals erwartet hätte. Mom's Box kann gut sein, wenn es guter Trinket, wenn man ein gutes Trinket bekommt. Der doppelte Effekt auf nutzlose Effekte ist meistens eher das Ergebnis. Aber kann ich damit nicht regelmäßig auch neue Trinkets holen? Komm schon. Ich kann damit doch auch öfter neue Trinkets holen, oder? Ja, kann man. Okay. Das heißt, wir werden damit was... wir werden an der Temperance ein bisschen spielen. Und zwar da, wo ich den Secret Room vermute. Ich glaube, das finde ich gerade aufregender als das dumme, als das Leckerherz. Fünfer? Ja, das reicht erstmal. Wir müssen nicht übertreiben. Und wir haben den Geheimraum. Wir bekommen Pillen. Gesundheit hoch! Gesundheit hoch! Tempo runter. Oh, aber Gesundheit hoch zweimal. Seid ihr davon? Dann würde ich sagen, wir werden das Leckerherz kicken. Es gibt nur viele nutzlose und furchtbare Trinkets, aber es gibt auch wirklich starke Trinkets. Ja, nein. Ich würde sagen, das ist eines der schlechten Trinkets. Ehrlich gesagt. Aber dafür können wir alle vier Räume weiteres holen. Es fehlt noch die deutsche Vertonung. Glück runter! Nein, Tränen runter! Höhlen 2. Ich mag die Höhlen 2 nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Explosiver Durchfall! Das gefällt mir. Also, wie es klingt, nicht wie sich's anfühlt. Wenn ihr den explosiven Durchfall hattet, dann wisst ihr, wovon ich rede. Mir gefällt 120 Volt wirklich gerade in diesem Run. Ich denke, das Item hat Potenzial. Etwas ist falsch. Ich habe Pillen gefunden. geht weg. Zombies sind besonders problematisch, weil sie ein ganzes Herz Berührungsschaden machen. Das heißt, von denen, wenn man sich fernhält, die sind ein sehr schlechter Einfluss. Klebeband klebt fest. Aber mein Begleiter klebt nicht fest. Ich glaube, er kann noch nicht doppelt festkleben. Das ist ein nutzloses Trinket. Würde ich einfach mal sagen. Oh Gott. Erstes halbes Soul hat es weg. Yes! Seltsame Flüssigkeit. Schaden durch Giftspritzer. Oh, die seltsame Flüssigkeit ändert alles. Ich glaube, so ziemlich alle Bosse, die man hier in dem Gebiet bekommt, sollten am Boden sein. Das heißt, die werden wir ziemlich geschmeidig und ziemlich schnell gekillt bekommen. Die seltsame Flüssigkeit ist ziemlich stark, solltet ihr wissen. Sehe ich zufälligerweise einen Geheimraum? Nein. Krebs, hurra! Geheimraum, bist du hier? Ich sollte meine Bomben aufheben. Oh, hier ist ein schwarzes Herz.
Denn wir wollen eine Engelstatue wegsprengen. Das ist ein Ziel, das ich nicht aus den Augen verlieren sollte. Das heißt, wenn ich jetzt keine Bombe mehr finden werde, dann werde ich unglücklich sein. Ich meine, da kann ich mich wahrscheinlich durchquetschen. Böses Hoch! Was macht Missing Page 2 eigentlich? Ich glaube, man hat manchmal den Necronomicon-Effekt, aber ich weiß nie ganz wann. Ich kann mir das irgendwie nie ganz merken. Herzen. Nein, wir können Türen mit Explosionen öffnen. Das ist nett. Hast du vor, Pferdetabletten freizuschalten? Ja. Oh, jetzt finde ich nur noch Schlüssel. Ich wundere mich, wie lange es trotzdem Erfolg von Isaac dauert, bis deutsche Texte kommen. Ich denke, eine Übersetzung von Isaac ist nicht wirklich nötig, weil... Ich meine, du hast so wenig Text in dem Spiel. Ist halt echt nicht nötig. Nee. Ich habe Pillen gefunden und sie gegessen. Einer von euch gibt mir noch eine Bombe, oder? Komm schon. Seid cool. Seid cool. Seid kühl. Keiner ist kühl. Man bekommt ja nichts erklärt. Ja. Nein, Vorsicht! Oh. Wird der Effekt von Zauberpilz vervielfacht? Ich meine, das ist ein gutes Trinket, wenn ihr mich fragt. So, wir brauchen eine Bombe, wenn wir eine Engelsverhandlung bekommen. Oh mein Gott, es gibt eine zu kaufen. Und ja, ich hätte Hive Mind auch sehr gerne, aber erstmal haben wir andere Prioritäten. Oh, der wird so schnell down gehen. Ah, er geht bin ich wirklich schnell down. Hm. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, muss ich ehrlich gestehen. Oh Gott. Bin so schnell. Also ich hätte mir da wirklich... Wurde das Item genervt? Ich kann nur schwören, dass das mal tatsächlich gut war und... Was ich hier gerade sehe, scheint nicht tatsächlich gut zu sein. Okay. Dann nehmen wir die Koffeinpille. Tempo hoch, Größe runter. Im Delirium. Im Delirium! Komme ich dann einfach nur den... so ein Delirium-Begleiter für einen Raum? Warum soll ich das für 16 Räume aufladen? Der ist nicht mal den ganzen Raum über da. So ein unnützes Item. Oh mein Gott. Warum hat das so viele Aufladungen eigentlich, wenn es im Endeffekt so schlecht ist? Du kommst ein Bosshelfer. Aber warum hat das 16 Räume Aufladungszeit? So gut scheint mir im Delirium nicht zu sein. Nein! Da war's! Wir haben die Eier aus Stahl, aber ich war zu schnell. Ich hab's nicht gesehen. Wir nehmen übrigens Schwarmbewusstsein mit. Schwarmbewusstsein, das gefällt mir. Okay, gehen wir weiter. Kannst du ein Delirium Hush bekommen, der extrem stark ist? Nein, man kann, aber würde ich wahrscheinlich nicht bekommen. Das gute Schwarmbewusstsein. Das verstärkt unsere Spinnen gerade ungemein. Man hat Schwarmbewusstsein auch Papa Fly größer gemacht? Ergibt das Sinn?
Es hat ihn auf jeden Fall größer gemacht, aber ergibt das Sinn? Bomben sind der Schlüssel. Ich meine, ja, ergibt Sinn, dass Bomben der Schlüssel sind. Das ist Vaterfliege. Der gute Vaterfliege. Er wurde auch größer. Weißt du was? Ich habe gerade beschlossen, dass ich keine Lust auf diesen Raum habe. Ich denke, früher oder später werden wir ein brauchbares Trinket bekommen. Papa Fly verstärkt Spinnen und Fliegen. Was? Ist das eine Sache? Dazu muss ich sagen. Davon habe ich noch nie gehört. Perfro. Ich glaube, was ich am liebsten hätte, wäre eine Golb-Pille. Die würde mein Leben erleichtern. So. Veränderung. Das ist das Motto der Perfro-Rune. So, geh bitte weg. Du bist ein Chat. Nein! Der Magier. Alle Gegner erwischen mich einfach instant. Ich liebe das. Ich habe jetzt schon wieder von all den Soulhearts, die ich bekommen habe, von all den Seelenherzen. So eine Schluckpille brauchen wir. Von all den Seelenherzen, die ich bekommen habe, habe ich jetzt schon wieder so gut wie keine mehr. Und ich möchte übrigens auch mal eben anmerken, dass dieser Run auch entsetzlich schwach ist. Ich will damit niemanden einen Vorwurf machen oder so, aber... Keine Ahnung, kann ich vielleicht irgendwas haben, das nicht entsetzlich schwach ist? Ich dachte, die mysteriöse Flüssigkeit wäre nicht entsetzlich schwach, aber... Natürlich seltsame Flüssigkeit, aber... Sie ist schon ziemlich schwach. Sie war aber mal stark. Oh Gott, und es ist einfach alles voll mit diesen komischen Gegnern. Wenigstens kann ich das einfach machen. Kann ich eigentlich... Ich kann auch keine zwei Trinkets mitnehmen, oder? Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen vergeudetes Potenzial. Ich meine, man würde meinen, dass wenn man das Trinket-Item hat, dass man dann mehr Trinkets tragen kann. Dieser Lauf ist ziemlich kraftlos. Ja, yeah, das passt jetzt ganz gut zusammen. Haunt, okay. Der gute alte Hornkampf. Ich mag es nicht, dass auf der Ebene nicht mal Musik läuft. Es ist einfach nur atmosphärisches Existieren. Dazu muss ich sagen, ich finde Existieren sehr atmosphärisch. Aber hey, 120 Volt ist der stille Retter des Runs. Ich möchte, dass wir das mal bitte nicht unterschätzen. Chance, Assesee zu werden, wenn man den Raum betritt. Das ist mächtig. Au. Ich weiß nicht, wie viele Hände hier noch kommen. Okay, keine mehr. Ich bleibe einfach hier stehen und ich sollte hier ziemlich sicher sein. Feuchte Tiefen. Die Dank Depths wurden übersetzt. Und sie wurden zu feuchten Tiefen. Oh Gott, ich hasse diesen Raum. Okay, soweit so gut.
Ja, fällt mir die Entscheidung echt schwer. Hättest du gerne das gute oder das schlechte Item? Lass mich wissen, weil ich habe beides gerade im Angebot. Ein gutes und ein schlechtes. Musst einfach nur sagen, was dir lieber wäre. Na, das will ich nicht. Und wir bekommen noch ein rotes Herz für umsonst. So, ich würde jetzt noch gerne den Secret Room mitnehmen. Und ich sage, er befindet sich hier. Ich glaube, ich habe hier schon eine Bombe gelegt. Ja. Yeah. Dann hier. Wir haben ihn schon, generell. Oh Gott, zwei Bomben für nichts. Deadbird ist okay. Deadbird ist an sich okay, aber der wurde doch auch, wurde nicht auch ein gutes Stück, genervt mit Repentance? Wie verhält sich Polyphemus eigentlich mit dem, Kohleklumpen? Ja, die Tiers sollten noch ein bisschen weiter fliegen, schätze ich, weil sie, länger groß sind. Ich weiß gar nicht. Prinzipiell ist aber, die Kohleklumpen ein Item, welches eigentlich immer gut ist. Es macht immer den Run stärker. So, ihr gebt mir jetzt kein richtiges Stat-Up oder so, sondern einfach nur, das Pferd, mit dem ich fliegen kann. Yeah. Ein Pony. Ah, warte, ich kann das Pony rerollen. Gut, dass ihr mich dran erinnert. Gut, dass ihr mich dran erinnert habt. Also ich habe den Namen schon wieder geskippt. Es tut mir leid. Jedes Mal, bevor ich beim Boss bin, denke ich mir, ja, yeah, diesmal werde ich den Namen anschauen, aber ich skippe ihn einfach jedes Mal. Das hat sich gelohnt. Ich meine, Spear-Up ist okay. Wir sind damage-technisch wenigstens nicht mehr so schlecht unterwegs, dadurch, dass ich Polyphemus gefunden habe. Es verschafft uns erstmal ein bisschen Zeit. Auch wenn ich nicht weiß, wie viel Zeit ich noch benötigen würde, um diesen Run stark genug zu machen, damit ich Mega-Satan killen kann, aber das sehen wir ein anderes Mal raus. Du kannst den Bossnamen im Hauptmenü im Bestiarium ansehen. Es gibt Bestiarium in diesem Spiel. So, wann ist das eine Sache? Der Dash vom Pony ist eigentlich wirklich strong. Ja, yeah, aber ich will lieber schauen, ob wir noch nicht ein gutes Trinket bekommen. Deswegen würde ich dabei ganz gerne lieber bleiben. Ich meine, wir können eventuell Cancer bekommen und das wäre halt. Das allein würde schon dafür sorgen, dass es das wert ist. Seit Afterlife Plus gibt's das? Ich meine nämlich auch, dass das auf jeden Fall nicht seit immer geben sollte. Denn ich habe keine Ahnung, dass das eine Sache war und ich habe das Gefühl... Ach Gott, wenn es das seit immer gegeben hätte, hätte ich das irgendwann mitbekommen. Schon. So, und wir bekommen... die Walnuss. Leider auch nicht so gut. Irgendwann werde ich da ein schwarzes Herz rausbekommen. Ihr werdet schon sehen. Ich meine, wir kamen letztens in dem Maggie Run 1 raus. Ich weiß übrigens noch nicht ganz, wie dieser Run in der Lage sein sollte, Mega Satan zu killen. Und steht da noch ein bisschen was bevor, habe ich das Gefühl. Aber immerhin haben wir rote Herzen. Was geht's? Gib uns den guten Stoff, kleiner Mann. Yes. Das Zeichen. Schaden und Tempo hoch. Wir bekamen das Zeichen. Kleines Damage-Up ist immer schwer in Ordnung. Das ist nämlich, das ist immer ein gutes Zeichen. Will ich einfach mal sagen. Das ist kein gutes Zeichen. Au! Natürlich hat er mich erwischt. Aber, immerhin. Chris' Knockback. Ich glaube, das will ich nicht wirklich. Immerhin.
Gott! Können wir immer noch im Sacrifice Room spielen? Folgende Sache, was ich jetzt machen werde. Ich hole mir jetzt die Full-Karte. Dann werden wir Mom machen. Und dann warpen wir uns raus und werden sehen, was wir noch, wie weit wir im Sacrifice Room gehen können. Dann wiederum, wenn ich das davor machen würde, unsere Angel-Wahrscheinlichkeit ist gerade sehr gering. Ich soll es wahrscheinlich davor machen, oder? Was sagt ihr? Soll es wahrscheinlich noch das besser aus dem Sacrifice Room machen? Ja, doch, ich denke, das wäre sinnig. Ich meine, wir haben noch Metal Plate, was mir auf jeden Fall noch ein Soul Heart gibt für den Kampf gegen Mom dann. Und das wäre ganz wichtig. Aber wenn wir so viele Herzen haben, ist es halt... Sollen wir wirklich den Sacrifice Room mitnehmen? Alles andere wäre Verschwendung. Oh oh. Ugh. Irgendwann bekommen wir ein gutes Trinket. Eines Tages werden wir ein gutes Trinket bekommen. Und dann wird es euch leid tun, wie ihr nicht an mein Trinket-Dingens geglaubt habt. Wir haben keinen Soul Heart mehr übrig. Oh ja, warte, mir fällt gerade auf, ich kann sogar zweite Keypiece direkt aus dem Sacrifice Room dann rausholen. Das wäre auch ziemlich hilfreich. Also es wird ziemlich hilfreich sein. Das wäre es nicht nur. Ich glaube, ich gehe direkt zum Sacrifice Room. Ehrlich gesagt. Dann schauen wir, was wir bekommen. Noch zwei Mal im Box benutzen, dann kommt das Karzinom-Trinket. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Hey, warte, ich habe einen goldenen Schlüssel. Du, der Narr. Ist unser aktuelles Dingens. Die Angel-Chance ist kein bisschen angestiegen. Das ist ziemlich cool. Jetzt fühle ich mich gesegnet. Plus 7%. Oh Gott. Und ich wurde nicht rübergeworbt. Soul Heart. Yes. Okay. Wir sind auf jeden Fall soweit im Spiel. Chance to spawn lunch when get hit. Das würde eh nicht passieren. Und hier ist noch eine Kiste für umsonst. Yes, Herz. Dann haben wir hier drüben noch ein Herz. Für eine Bombe. Das nehmen wir mit. Rosebombs Purse, womit du zwei Trinkets tragen kannst. Wir werden keinen Shop mehr bekommen, also werde ich das nicht mehr auftreiben können. Ach ja. Komm. Wheel of Fortune und eine Rune. Ah, das ist Volcano. Keine Herzen für mich. Okay, Uriel. Es ist an der Zeit für uns zu kämpfen. Erneut. Gute Sache ist, dein Freund musst du gar nicht erst mitbringen. Gegen den wollen wir nämlich nicht kämpfen. Boom. Okay. Und jetzt bekommen wir... Es sind immer die Münzen! Ich hasse die Münzen! Die Münzen sind so nutzlos. Ich will die Münzen nicht. Ah, jetzt bist du der Narr. Das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Ich habe eine Menge ausgegeben, um eventuell da was rauszukommen. Ich meine, wir bekamen das zweite Keypiece. Das ist schon mal wichtig soweit, okay? Da schätzt mir das mal nicht. Ich habe keine Lust, da oben hinzugehen. Das Gefühl, ich werde noch Schaden nehmen. Und ich denke, ich werde noch den Cursed Room mitnehmen, ehrlich gesagt. Dann wiederum, vielleicht ist unter dem Cursed Room der Secret Room.
Nein, ist er nicht. Oh, das war's wert. Das war's absolut wert. Erhöhte Feuerrate von Begleitern. Das freut mich ja, aber wir haben nicht wirklich jemanden, der davon profitieren könnte. Ich hätte auch in den Boss-Challenge Room gehen können. Aber zu spät. Zu spät! Ich weiß, dass ich eine Algis-Rune habe. Ist mir durchaus bewusst. Ich wollte nur den Fool auf dieser Ebene noch einsetzen. Damit ich die mitnehmen kann. Geh doch mal in den Shop, um Geld loszuwerden. Willst du mich eigentlich verarschen? Was sind das? Was sind das gerade für komische Klugscheißer-Tipps? Geh doch mal in den Shop, in dem Greed war. Das bringt mir nichts. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich habe 3 Jahre auf dieser Ebene gerade verbracht. Ich wünsche übrigens wirklich, dass ich von dem Sacrifice Room aus unter Umständen in den Angel Day geworbt worden wäre. Aber das ist eine Sache, die nicht passiert ist, was mich ein bisschen traurig macht. Denn das hätte ich wirklich gerne miterlebt. Jetzt kümmern wir uns um unsere Skelettfreunde. Wer lebt noch? Hey, du! Du! Bleib mal hier! Das komische Camouflage-Polaroid. Oh Gott, das ist alles fürchterlich. Werde ich überhaupt Mom besiegen können? Ich meine, yeah, damage-technisch sieht das soweit okay aus. Vor allem, wenn das Bein da ist. Oh Gott, nein! Okay, nochmal. Okay, wir haben ein schwarzes Herz bekommen. Ich denke, ich werde wieder das Negativ... Polaroid oder Negativ, was sagt ihr? Das Goldraum-Item mitgenommen. Natürlich habe ich das Goldraum-Item mitgenommen. Negativ? Ja, wahrscheinlich. Okay, weiter geht's. Außerdem von Fluffy Bun Bun, 25 Bits. Vivi, lieben Dank. Vernarbter Schoß 1. Ich liebe diese Räume, bei denen ich... Das ist die falsche Seite. Oh mein Gott, das hätte ich was gebracht. Ich liebe diese Räume, bei denen ich absolut mir sicher bin, dass ich nicht getroffen werden kann. Ich glaube, der Run ist wieder gelaufen, ehrlich gesagt. Ich sehe nicht ganz, wie dieser Run nicht scheitern sollte. Mehr Batterien. Aber wer weiß. Münzen. Hört auf, mir Münzen zu geben. Ich habe mehr als genug Münzen. Also, pass auf, wir versuchen das. Ich meine, an sich ist der Run relativ stark. Ich sehe nur echt nicht, wie ich damit im Darkroom überleben werde, geschweige denn Mega-Satan besiegen sollte. Das ist ein bisschen das Problem. Aber 48%ige Angel-Chance ist nicht übel. Schätzen wir das mal nicht. Nehmen wir ein paar Hände. Noch mehr? Oder was ist das? Ich weiß immer nie, wie viele Hände kommen in so einem Raum. Spawne ich 2 davon? Wenn ich 2 von den Dingensteilen spawne, wäre das nämlich super stark. Das wäre so gut. Also wird es wahrscheinlich nicht passieren.
die Kriegsheuschrecke. Nein, ich spawn nur eine Kriegsheuschrecke. Ich denke, ich werde aber trotzdem dabei bleiben, ehrlich gesagt. Ja, das Gefühl mit dem Damage, den ich austeile, ist das relativ stark. Oh Gott. Ach, ich bin ins Rote. Warum hat der ein Schutzschild? Ich bin ins Blut gelaufen. Oh Gott. Oh, nicht schon wieder. Huh. Nein. Vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen will. Ich überlege aktuell. Ich meine, auf der einen Seite wäre es eine dumme Idee, auf der anderen Seite. Ist dieser Run jetzt nicht gerade eine Verfassung, wo er sich leisten kann. Ich bin an dem Teil hängen geblieben. Okay, wir bekommen also auf jeden Fall keinen Deal mehr in diesem Run. Ich glaube, das ist übrigens auch der Grund, warum der Run so mies läuft, weil wir einfach keine Deals bekommen. Schlicht und ergreifend keine. Okay. Okay, ich glaube, wir sind tot. Yeah. Yeah, ich denke, der Run ist gelaufen. War mir nicht ganz sicher, wie ich da nicht von Millionen Gegnern hätte getroffen werden sollen. Kein Herz in Sicht. Noch eine Hand. Schlüssel. Cool. Nur noch Boss, dann regelt Alges nicht. Gott, was ist das jetzt schon wieder? Da ist ein Schalter. Ah, oh Gott. Schauen. Oh Gott. Ich wünschte, ich hätte noch mehr Bomben. Dann können wir versuchen, hier an ein paar Herzen zu kommen. Aber so ist das alles ein bisschen schwierig. Da ist eine Bombe. Secret Room? Bist du zufälligerweise hier? Yes. Versuchen wir es. Justice! Justice ist gut. Justice. Justice hat uns ein Soul Heart gegeben. Justice meint es gut mit uns. Du stinkst. Ich bringe Krieg. Warum müssen wir gegen dich kämpfen? Ich hasse dieses Spiel. Holy Water. Spritz. Spritz, Spritz. Spritz. Ich denke, ich nehme das an dem Punkt mit. Damit kann ich kostengünstig in den Cursed Room. Komm schon, gib mir noch Herzen. Ich weiß auch nicht, warum ich einen Angel bekommen habe, aber das war relativ glücklich soweit. So, pass mal auf. Verschwendet ihr, mögt ihr Zeitverschwendung? Denn wenn die Antwort ja ist, dann habe ich jetzt genau die richtigen paar Minuten für euch. Moria hat 1,5 Herzen und will den Cursed Room. Was? Ja, was soll ich. Ich meine, wenn du irgendwie weiterkommen willst im Spiel, musst du ein paar Opfer aufbringen. Manchmal. Habe ich da drin irgendwas? Ja, meine Alches Rune ist da drin. Näh. Näh. So, folgende Sache. Wenn der kleine Mann noch genug Herzen rausrückt. Wahrscheinlicher, dass er das tut, ist gering. Aber wenn er das tut, dann werden wir noch an dem, werden wir noch im Sacrifice Room spielen. Das Problem ist nur, dass die Fliege ihn, glaube ich, in die Luft sprengen kann, wenn wir Pech haben.
Oh, das war die Fliege. Ich liebe dieses Spiel. Okay. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Was hätte ich machen sollen? Wir können auf jeden Fall noch ein paar von den Felsen wegsprengen. Darauf hoffen, dass wir Herzen rausbekommen. Wir sind noch lange nicht fertig mit dieser Ebene. Warte, wer ist da unten? Oh mein Gott, wir können an ihm spielen. Die roten Fliegen vom Harbinger explodieren nicht mehr. Das kann ich nicht bestätigen. Treasure Map. Treasure Map. Cool. Was würdet ihr sagen, wo ist der Super Secret Room auf dieser Ebene? Wo sieht es für euch nach Super Secret Room aus? Denn es könnte einer sein, der mit roten Herzen gefüllt ist. Und wenn wir einen bekommen, der mit roten Herzen gefüllt ist, müssen wir den mitnehmen. Warum ich mir das Rotten Heart nicht gönne, weil ich dem Sacrifice Room mein Glück noch versuchen will. Und da macht sich das nicht allzu gut. Das heißt, wir suchen erst nach dem Super Secret Room und dann spreche ich die Felsen weiter. Diese Ebene ist halt noch, die ist noch ziemlich wichtig für diesen Run. Wir können die noch nicht einfach so aufgeben. Oh, wir haben ihn. Ist soweit ganz gut. Versteh mich nicht falsch. Ist nur nicht das, was ich sehen wollte. Also. Zur Linken. Können wir hier noch die wegsprengen. Die droppen halt auch so gar keine Herzen mehr, diese Steine. Haben wir noch irgendwo welche? Doch, da sind noch welche. Komm schon. Okay, das ist einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur ein Witz an dem Punkt. Okay, wir bekamen absolut keine Herzen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich würde trotzdem mein Glück versuchen. Es bringt noch nichts. Mir fällt gerade auf, ich komme nur auf das hier und das ist zu wenig. Was ist Schritt 5? Eine Random Chest. Versuchen wir eine Random Chest mitzunehmen. Sieht halt, ist halt echt nicht so gut für diesen Run aktuell. Teleport ist 6. Ja, so weit werden wir nicht kommen. Ich meine, in der Random Chest könnten Herzen drin sein. Wo ist meine Random Chest? Okay. 50% Chance für die Chest. Okay, das ist nicht gut. Ja, gut, dann nehmen wir noch das Eternal Heart mit und dann gehen wir auf die nächste Ebene und ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, wie wir am besten weitermachen. Das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut. Okay, 1,5 Herzen. Oh mein fucking Gott.
Ich denke, wir als Gesellschaft wären einen besseren Punkt, wenn wir diesen Raum nicht erschaffen hätten. Geh mit dem Eternal Heart drauf. Ja, aber es hätte mir nichts gebracht. Ich hätte ja nur höhere Angel die Chance oder was auch immer das andere war, bekommen können. 3 Münzen. Ich brauche keine 3 Münzen. So, wir haben aber keine kleine Fliege hier gerade. Das bedeutet, wenn ihr langwierige Dinge mögt, dann habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn wir sind noch lange nicht durch mit der Langwierigkeit. Wir können hier eventuell noch ein paar Herzen auftreiben. Und diesmal wird er nicht in die Luft gesprengt. Oh Gott, gib mir nicht das. Dankeschön. Alter, das kann ich aber auch was rausholen. Meinst du, wenn ich an dem Demon Judgment spiele? Meinst du, vielleicht werde ich das machen. Kann ich bitte aufhören, dumme random Bomben zu bekommen? Ich brauche Herzen! Das bringt mir alles nichts. Komm schon. Dann wiederum mit den Bomben kann ich bei dem Bombenbagger spielen. Ich glaube, der kann mir auch nicht. Ich glaube, der kann mir Herzen geben. Ich glaube, der Bombenbagger gibt Herzen. Fällt mir gerade auf. Das heißt, wir können durchaus noch. Wir sind mit diesem Raum noch nicht fertig. Nimm dir den Spiel lieber für Sheol auf, damit du im Darkroom die Deals absahnen kannst. Ich möchte mir erstmal. In erster Linie mache ich mir Sorgen darum, wie ich überleben kann. Das ist erstmal Priorität Nummer 1. Das sind aber so viele Bomben. Aber er gibt 0 Herzen. Willst du mich verarschen? Schreck die Bomben an. Ich brauche Herzen. Ist das legal, was der da macht? Gibt es nicht eine gewisse garantierte Mindestmenge von Herzen, die er garantieren muss oder so? Oh. Möp. Okay, pass auf. Wir werden jetzt erstmal den Bombenbagger eine Runde spielen. Und schauen, was er für uns alles hat. Eternal Heart. Ist da mega. Ah, natürlich zahlt er direkt so schnell aus. Wenn man nicht will, dass er so schnell auszahlt, dann sagt er sich, ja, yeah, hier ist eine Bombe. Was war das jetzt, noch 5 Bomben oder so hat er ausgezahlt? Okay, können wir kurz drüber reden, dass ich bisher 0 Herzen hier bekommen habe? Ey, ein Herz. Ein Herz. Oh. Okay, jetzt nähern wir uns der Sache langsam. Langsam, aber sicher. Es dauert nur noch ein paar Jahre, aber wir leben noch. Das ist das Wichtige. Komm schon, Herz. Er weiß genau, dass ich die Herzen brauche, deswegen gibt er die nicht. Ich brauche keine Schlüssel mehr. Hör auf, mir Schlüssel zu geben. Ich habe keine Verwendung für diese Menge an Schlüsseln. Oh Gott, gib mir das nicht. Dankeschön. Vielleicht ist die Menge an Bomben zeigt, er will gesprengt werden. Natürlich will er das, aber er bringt mir nicht viel, wenn er gesprengt wurde. Ich kann ihn nicht einfach in die Luft sprengen. Oh mein Gott, ein Soulheart. Schau ich das an. Er braucht zwar ein bisschen, aber er gibt uns schon den Stoff, den wir benötigen. Komm schon, nochmal Herz. Ich weiß, dass er Herzen gibt, wenn ich ihn wegsprenge, aber er nützt mir lebendig mehr, als wenn er tot ist. Glaubt mir einfach. Komm schon. Ach. Nochmal. Noch ein letztes Mal. Egal. Okay. Wir brauchen, was immer er uns geben kann, dringender als den Rest.
Bombs are key. Ziemlich hilfreich. Komm schon. Ich meine, Contract from... Vertrag mit dem Bösen. Reichtum, aber zu um welchen Preis? Schusstempo runter. Ist jetzt nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir kamen ziemlich gut aus der ganzen Sache raus. Oh ja, und die Pille hätte Hämatemesis sein können, aber alles gut gegangen. Wir sind soweit noch am Leben. Au. Oh, Contract from below. Mach mich reich. Und wenn ich reich bin, werden wir in dem Hütchenspiel noch ein paar Herzen holen. Was zur Hölle? Ist Isaac jetzt deutsch oder ist das eine Mod? Ich liebe es, dass Textübersetzung einfach so ein wildes Konzept ist. Oh, was zur Hölle ist das? Aber ja, es ist Teil des Spiels seit dem letzten Update. Deswegen dachte ich mir, wir schauen es uns mal an. Das ist jetzt überhaupt nicht schrecklich. Ihr seid schrecklich. Manchmal muss man einfach ein Schusstempo hoch bekommen, um das richtig einzuschätzen. Oh Gott, nein. Da kommen noch mehr Hände. Da ist noch eine. Zwei Kisten. Eine davon böse, aber eine wird uns weiterhelfen. So, wir bekommen so viele Münzen. Hier hätte ich übrigens Schaden nehmen sollen gerade. Dass es Zweifel daran gab. Irgendwas hat mich getroffen. Wahrscheinlich eins von den Teilen, die explodieren, wenn sie, wenn sie draufgehen. Oh, yes. Schau euch das an. Herzen. Soweit das Auge reicht. Okay. Puh, Streichholz. Ich glaube, ich verzichte auf Streichholz. Ein Fünfer. Aber wir werden noch so viel an dem Kleinen spielen können. Batterien. Hm. Ah, wo würde ich den Secret Room hier einschätzen? Keine Ahnung. Vielleicht ist er da unten. Versuchen wir das. Nein, da unten ist er definitiv nicht. Und da geht mein Eternal Heart dahin. Was soll dieser Raum hier überhaupt? Oh, ein goldenes Herz. Das heißt, wir werden noch mehr Geld bekommen. Ich sage es euch, das goldene Herz freizuschalten, das hat sich gelohnt. Oh mein Gott. Vielleicht soll ich das manchmal im Kampf einsetzen. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich auch einfach, dass ich unverwundbar werde, wenn ich das Teil einsetze. Dann dachte ich mir, ja, wie wäre es, wenn wir Unverwundbarkeit zu unserem Vorteil ausnutzen, um diese absolut sagenhaft hilfreiche Kiste mitzunehmen. Okay, können wir bitte über diesen Raum reden? Was ist das? Warum sind hier einfach Millionen Gegner, die Brimstones verschießen? Ja, yeah, was hältst du davon? Das Item ist sogar wirklich stark. Ich bin ein bisschen erstaunt. So, Secret Room könnte definitiv direkt unter mir sein. Ist er aber nicht. Ups. Das war eventuell die falsche Richtung. Damit werden wir aber Lifts relativ gut besiegen können. Pony Dash, es bricht den Himmel und das alle zwei Räume. Ich habe das Gefühl, da kommen mehr Lichtstrahlen als bei Bricht den Himmel. Hinter Drop. Ey! Okay. Ich will den Maw of the Void Begleiter, ehrlich gesagt, nicht, aber ich will das. Oder? Maw of the Void Begleiter? Nicht wirklich, oder? Wie steht ihr dazu?
Oh Gott, ich muss mich alles hinsetzen. Wie steht ihr zu Lil Abaddon? Ich glaube, ich wäre dagegen. Ich wollte gerade sagen, nein, wir haben doch Hivemind, aber Hivemind macht die nicht stärker. Okay. Wir sind uns alle einig, dass wir uns, dass wir ihn nicht wollen. Hey, ein Herz. Das war eine weite Reise gerade. So, ich würde fast sagen, ich werde jetzt dann mal It Lives machen. Und je nachdem, wie viel Herz ich danach noch habe, werde ich schauen, ob ich vielleicht nochmal bei dem Hütchenspieler eine Runde spielen werde. Eine Runde gamen. Ich hoffe, dass ich genug Leben haben werde, um das nicht machen zu müssen, aber wir werden sehen. Das ist übrigens auch schwierig. Wie lang geht dieser Run hier eigentlich gerade? Eine Stunde. Das war nicht optimal, aber es hat funktioniert. Ah, Gott. Run ist halt echt nicht in dem Ausmaß stark, wie ich mir das wünschen würde. Ich meine, er ist nicht wirklich schwach, aber er ist auch nicht wirklich stark. Versteht ihr? Komm schon, hier haben wir doch ein Herz. Ich will nicht zum Hütchenspieler. Da ist eins. Und ich habe es direkt verloren. Auf zum Hütchenspieler! Wir spielen noch mal eine Runde heute. Außerdem, Under 88 hat Tier 3 Sub für Skraxfafa gegiftet. Vielen lieben Dank. So. Wir werden noch eine Runde spielen. Und dann gehen wir irgendwann weiter. Gute Sache ist, sage ich, dass wir das eine Item bekommen haben, womit vielleicht Hasch noch. Dir ist bewusst, dass ich, um gegen Hasch zu kämpfen, mit Livs innerhalb von 30 Minuten besiegen muss und wir gerade die Stundenmarke geknackt haben. Wenn du wirklich ein Spiel was auszahlen kannst, was du nicht willst, kannst du einfach aus dem Raum raus und das Spiel von vorne. Das dauert ja noch länger. Gleich bekommen wir bestimmt die Herzen. Ich hasse es, dass das so lange dauert, aber es ist die richtige Sache zu tun. Du musst das richtige Hütchen auswählen. Glaub mir, die Mitte ist immer richtig. Zu 33%. Oh Gott, eine böse Bombe. Es ist das erste Mal, dass wir das sehen. Gib doch die Herzen! Oh, da sind sie. Komm schon. Nein! Die goldene Mitte lässt mich nie im Stich. Immerhin haben wir gleich kein Geld mehr. Und dann können wir weitergehen. Dieser dumme Hütchenspieler ist das Allerschlimmste. Es dauert einfach Jahre, man bekommt nicht mal was Gutes raus. Warum ist die Quote, wenn er auszahlt, so miserabel? Warum zahlt er so schlecht aus oder so selten? Es ist an der Zeit, ich habe keine Lust mehr. Wow, danke für so viel nichts. Okay. Meine Geduld hat ihr Ende erreicht. Ich habe beschlossen, dass es an der Zeit ist, ihn loszuwerden. Ich meine, er hat ein gutes Leben gelebt, solange er
das Leben gelebt hat. Dann hat er nicht mehr gelebt. Hat er kein so gutes Leben mehr gelebt. Das ist nicht mein Problem. Also wir können da eventuell noch was rausbekommen. Das heißt, ich werde hier mal noch schnell meine Bomben investieren. Wahrscheinlichkeit, dass wir was bekommen, ist natürlich... Oh, wir hatten den Secret Room gar nicht auf der Ebene. Ich weiß auch nicht, wo ich schauen soll. Super Secret Room, komm schon. Ach Gott. Ich habe keine Ahnung, wo hier irgendwas sein könnte. Wir sprengen das weg und dann bin ich euch ab. Okay. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt soweit. Wir haben das negativ, das heißt, wir gehen runter. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Au. Oh. Stell ich mal vor, wie dumm ich jetzt dastehen würde, wenn ich noch Geld übrig hätte. Das wäre echt dumm. Ich bin doch ganz froh, dass wir hier einen großen Raum haben, der komplett belanglos ist. Was machst du eigentlich da oben? Okay. So weit, so gut. Ach Gott, Satan wird wahrscheinlich ganz unten in der Ecke sein. Yes! Doppelt das Doppelherz! Das gute alte Doppelherz, darauf ist immer Verlass. Dann nehmen wir noch unseren Cursed Room. Ich meine natürlich den verfluchten Raum, auf den ist auch immer Verlass. Lil Larva. Komm schon. Ach, kein Secret Room. Nein, ich will die kleine Larve nicht, auch wenn sie sich bewegt. Spricht ehrlich gesagt noch mehr dagegen. Diesmal lasse ich mich nicht so einfach von den Brimstone-Fliegen erwischen. Health up. Ich glaube, Health Up will ich mitnehmen, ehrlich gesagt. Man weiß nie, wofür das noch gut sein wird. Ich glaube, ich sollte soweit auch ziemlich nah am Bossraum sein. Oh Gott. Ich hätte gerade ungefähr 800 Mal getroffen werden sollen. Ich meine, wir wollen auf jeden Fall ein HP ab, wenn ich so drüber nachdenke. Im Darkroom werden wir nämlich noch ein paar Items bekommen. Wir wollen übrigens den Darkroom nach Möglichkeit komplett machen. Wir haben eine gute Droprate für generell Items und zusätzlich bekomme ich noch doppelte Kisten. Und doppelte Kisten sind natürlich auch doppelte Items. Das will ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Oh yes, das doppelte Herz. Das doppelte Herz. So wie es die Legenden vorhergesagt haben. Und hier ist unser Boss. So wie es die anderen Legenden vorhergesagt haben. Schusstempo hoch. Okay. Los geht's. Okay. So, ich hasse diese Phase. Das heißt, wir werden direkt das machen. Ohohohoho. Seid ihr davon? So, vielleicht habe ich den Run ein bisschen underrated. Vielleicht ist er stärker, als ich zunächst dachte. Aber ich sollte ihn auch nicht overraten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir müssen Mega-Satan machen. Danach können wir über Delirium nachdenken. Erst Mega-Satan. Geh noch zum Bagger. Naja, da war ein Typ, der auf mich geschossen hat. Ist ja so oder so nervig. Ja, yeah, was soll's. Nein. Das ist Conjoint Item Nummer 2, oder? Nein, das ist Nummer 0. Ja, yeah, Gimpy nehme ich auch. Ich weiß nicht, ob Proptosis Brimstone gut ist, aber er scheint auf jeden Fall nicht schlecht zu sein. Okay. Doch, doch, das ist okay. Alter Schwefel! Warte, was war alter Schwefel? Oh Gott! Hier wurde ich nicht getroffen gerade. Oh, Brimstone ist Schwefel.
Okay. Verstehe. Okay, das ist gerade super stark. Dieser Proptosis Brimstone. Bozo! Zeit für eine Party! Irgendwas ist explodiert da, ich weiß nicht was. Yeah. Oh mein Gott. Krebs, du fühlst dich beschützt. Befall 2. Wir sind das Spinnenbaby. Okay, dieser Run, wir haben gerade so viele Tier 4 Items bekommen. Wenn ich einmal in dem Raum Schaden genommen habe, habe ich danach den Wafer-Effekt. Und zusätzlich noch Bozo. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit bekommen, Delirium zu machen, werden wir ihn schaffen. Es wird kein Weg dran vorbeiführen. Wir sind einfach extrem stark. Das ist einfach ein super starker Run geworden, innerhalb von wenigen Items. Noch ein paar Kisten? Nein? Okay. Muss auch den, die Motto, wo Bozo den Joker-Skin bekommt. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich bin mit dem regulären Bozo-Look sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, aus den Bossen kommen auch so viele Spinnen raus. Und diese Spinnen machen eine Menge Damage, wenn sie in der Lage sind, den Gegner zu berühren. Ich meine natürlich Schaden. Und da hat der alte Gimpy ausgezahlt. Komm schon. Ich brauche noch ein paar Kisten. Wir brauchen noch eine Kiste. Ich brauche noch eine Kiste. Tu mir das doch nicht an. Spiel. Ich brauche noch mehr. Ah, wir werden... Was soll ich damit? Was soll ich mit einem Quarter? Ein Viertel Dollar? Ein Viertel Dollar? Warte, es gab irgendwie... War das in der Folge, wo Mr. Krabs SpongeBob Seele verkauft hat für ein Viertel Dollar? Ich nehme gerade ein bisschen Schaden, aber ich bin immer noch ziemlich optimistisch, was diesen Run angeht. Oh, das waren Groschen bei Mr. Krabs. Schaufel. Wir müssen tiefer. Okay. Bisschen seltsam. Herzen. Wir können auf jeden Fall, Oh, ich kann auch nach dem Secret Room suchen. Hier so nicht. Wir könnten auf jeden Fall nach The Lamb natürlich ein Portal zu Delirium bekommen, aber ich weiß nicht, vertraue dem Ganzen nicht. Man bekommt nicht ein Item, wenn man den Greedo wegsprengt. Wie die Schaufel verkackt hat. Was habe ich mit der Schaufel verkackt? Ich habe Forgotten vor Ewigkeiten freigeschaltet und das ist kein Run, in dem ich Forgotten freischalten kann, oder? Was wollt ihr mir sagen? Mega Satan kann Hollow beschwören? Warte, was? Was ist das für ein... Was ist das für ein Mega-Satan hier gerade? Au. Warum hat er der Hollow beschworen? Ich meine, ist das eine Sache, die er kann? Ich dachte... Hä? Das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Warum jetzt schon wieder Envy und der? Warum beschwört er gerade so viele Random-Gegner? Das sind eine Menge halbe Herzen für mich. Heißen Dank dafür.
Das wird meine Überlebenschance in diesem Kampf ungemein steigern. Wir werden auf jeden Fall Mega-Satan schaffen. Daran habe ich keine Zweifel. Die Frage ist nur, ob wir zu Delirium kommen werden. Ich meine, Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, 50%, dass man ein Portal bekommt. Ich hoffe einfach mal, die Antwort ist ja, dass wir es bekommen. Und Phase 2. Phase 2. Und mit Brimstone hat es eine gute Range bei Delirium. Oh ja, das auch. Wir haben auch hier gerade eine gute Range. Ich bin sehr fasziniert, dass mich die Tränen nicht treffen, aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, einer hat mich getroffen, zugegeben. So, das dauert jetzt ein bisschen. Aber wir sollten nicht vergessen, ich habe im Endeffekt trotzdem nur 9 Punkte Schaden. Hey, Gimpy! Der alte Gimpy, auf den ist immer Verlass. Bleib da drüben, wo du bist. Wir haben dich gleich. Jede Sekunde. Okay, wir haben ihn. Yes! Oh mein Gott! Rotes Baby! Oh, ich sehe keine... Oh, ich habe keine Karte. Das schmälert meinen Enthusiasmus so ein bisschen. Oh mein fucking Gott. Ihr tut mir das gerade nicht wirklich an, oder? Ihr geht mir nicht gerade The Void ohne Karte. Will ich was davon mitnehmen? Ich meine, will ich Devs Touch mitnehmen? More of the Void? Ich würde die Sense wahrscheinlich wieder mitnehmen. Ihr meint More of the Void? Ich will ja auf Distanz gehen im Kampf gegen Delirium. Wir nehmen das mit. Das hat nicht so viel Damage gegeben, wie ich mir erhofft hatte. Hoffen wir, dass wir ein paar Soul Hearts bekommen. Ansonsten wird der Kampf gegen... Sonst wird der Kampf gegen Delirium etwas schmerzhaft. Ich hätte wahrscheinlich keins von beiden mitnehmen sollen. Alle drei, wenn schon, denn schon. Nein, ich würde noch gern... Ah Gott, ich habe das Gefühl, es war ein Fehler, es mitgenommen zu haben. Ich meine, ich habe Cancer. Was bewirkt, dass ich natürlich sehr viel weniger Schaden nehme, aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Ganze eine gute Entscheidung war. Dann meine ich, ich glaube, es war keine gute Entscheidung. Ich bin mir da fast sicher. Aber hey, wir haben erstmal 3 Jahre von diesem Gebiet vor uns. Und vielleicht finden wir noch 1, 2 Soul Hearts. Ich meine, die regulären Gegner sollten mir nicht allzu viel Schaden machen. Behaupte ich einfach mal. Ihr sagt mir, wenn ihr einen Tintedrop seht, sagt dann einfach, in dem einen Raum. Da war einer. In dem anderen Raum. In den Linksraum war ich schon. Da rechts irgendwo, glaube ich. Der eine Raum. Ich sehe aber keinen Tinted Rock bisher. Oh, yes! Auch wenn da eh nie was Gutes rauskommt. War es das? Ich hasse diese weißen Kisten. Die sind einfach so unfassbar unnütz. Ich meine, man kann, glaube ich, manchmal Items rausbekommen, aber das passiert doch sowieso nie. Machen wir uns an der Stelle mal nichts vor. Ich hätte gerne ein schwarzes Herz.
Stars. Der Stern! Autsch. Einer dauert nicht allzu viel. Ich meine, ich habe irgendwo... Da ist ein halbes Herz. Oh Gott, warte, wir sind jetzt einmal geloopt. Oh nein. Oh nein. Okay. Der Trick ist es, immer die... niemals die Orientierung zu verlieren, okay? Hey, da ist ein OB. Ich meine natürlich Dingens. E. coli. Oh crap. Fäkalberührung. Habt ihr schon mal eine Fäkalberührung durchgeführt? Mir könnt ihr es erzählen. Okay. Dark, Mini Dark Room. Fuck! Ich hasse dieses Spiel! Balls of Steel! Okay, wir haben gewonnen. Gibt nichts mehr, was uns passieren kann. Er ist fast tot! Warum ist er fast tot? Ich hasse diesen Boss. Er ergibt einfach keinen Sinn. Nichts an diesem Boss ergibt Sinn. Nichts ergibt Sinn an die... War er in so einem Kreis von mir gestanden? Oh, und Gimpy gibt uns noch ein Soul Heart. Na, wenigstens sollte ich gewinnen. Ich sehe nichts. Bozo! Und noch ein Soul Heart. Wir haben einfach alles. Okay. Das waren viele Stunden, die ich investiert habe, um Maggie abzuschließen, kann ich euch versichern. Buntes Baby! Bunte Babys! Yes! Maggie und Isaac sind leckeres Herz. Maggie und Isaac sind abgeschlossen.